Habt ihr auch schon mal ab etwas staunen müssen, wo nicht besticht, weil es extrem schön ist und auch nicht, weil es extrem gut gemacht ist, sondern einfach auffällt, weil es so schlecht ist, so gigantisch schlecht und darum aber irgendwie eben auch so eine Art Faszination hat. Das kommt zum Beispiel bei Filmen ziemlich oft vor, wo man sich fragt, wie zur Hölle kann man so einen riesen Schrott produzieren? Und genau solche Filme werden natürlich nicht gezeigt am Zürich Filmfestival, wo wir in dieser Woche auch wieder live mit dabei sind. Aber genau auf solche Filme sind die vier Jungs von der Cult-Movie-Gang spezialisiert. Cult-Movie-Gang, das sind quasi Filmkritiker für schlechte Filme. Aber nur schlecht reicht dann eben nicht, sagt Ronny Kupferschmidt von der Cult-Movie-Gang. Meistens sind es wirklich Kameraschnitte oder Einstellungen, die hinten und vorne nicht verheben. Es gibt auch Filme, wo innerhalb von einer Szene der Ton wechselt, ein paar Mal. Oder eben der Schauspieler ihre Dialoge nicht richtig aufsagen kann. Wenn sie alle können Schauspieler, wenn relativ viel Talent fehlt. Damit der Film ins Ranking von der besten, schlechtesten Film von der Cult-Movie-Gang dann wirklich reinkommt, muss er strenge Kriterien erfüllen. Meistens sind das nicht so die grossen Hollywood-Blockbuster, sondern eben B-Movies, also Filme, die mit wenig Geld und noch weniger künstlerischem Anspruch gemacht werden. Oft sind das Filme aus dem Horror-, Action- oder Science-Fiction-Bereich und eine schlechte Story ist natürlich noch das Tüpfchen auf dem I. Wenn sie extrem konfus ist, wenn sie übertrieben ist, wenn sie auch Zeitsprünge macht, die nicht sein können. Also es gibt wirklich viele Filme, die darauf losgefilmt wurden, ohne Konzept. Und das sieht man auch in den Filmen auch an. Und das macht die grottenschlechten Filme erst sehenswert, findet Ronny Kupferschmidt. Und wegen dem bringen sie zu Bern auch 6-mal im Jahr ihre Liebling von den besten, schlechtesten Filmen ins Kino. Und übrigens, Filme, die absichtlich mega trashig, also schlecht gemacht sind, die haben keine Chance. Die Filme, die wir eben gut finden, die wollen nicht per se schlecht sein. Die wollen eigentlich sehr gut sein. Aber sie können es nicht. Und das ist dann genau dort, was eben auch spannend wird. Also unfreiwillige Komik, wenn man so will. In den USA sind so B-Movies schon recht etabliert und füllen Kinosäle mit 1000 Plätzen. Also richtig Kult. Kultig auch in mehreren deutschen Städten haben sich sogar auch schon Filmfestivals etabliert, wo nur so B-Movies zeigen. Und ein paar der Favoriten von der schlechtesten Filme von der Kult-Movie-Gang schauen wir dann an in der nächsten Stunde auf SRF 3. Ja. Wenn ehemalige Playboy-Girls gegen toxisch versüchte Killerschlangen kämpfen oder explodierende Vögel Hollywood attackieren, dann hat man es vermutlich mit einem der Lieblingsfilme zu tun, von der Cult-Movie-Gang aus Bern. Die haben wir euch vorgestellt, die Cult-Movie-Gang. Das sind vier Jungs, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die schlechtesten Filme der Welt zu finden. Und zwar nicht Filme, die absichtlich trashig, also schlechter herkommen und gemacht sind, sondern Filme, wo man eigentlich alles hat wollen richtig machen, nur man einfach zum Beispiel kein Budget gehabt, um sie richtig gut zu produzieren und auch wenig bis gar kein Talent vorhanden war. Einer von den absoluten Favoriten von Ronny Kupferschmidt, das ist einer von den vier von der Cult-Movie-Gang. Ihm sein Liebling ist «The Room», ein Film, ein US-amerikanischer Streifen aus dem 2003, wo es um eine tragische Dreiecksbeziehung geht. Das Machwerk von einer Person, der heisst Tommy Wiseau, ist mittlerweile Multimillionär wegen diesem schlechten Film. Hollywood verfilmt diesen Film übrigens auch mit James Franco und Seth Rogen. Der Tommy Wiseau, der hat Regie geführt, der hat die Hauptrolle gespielt, der hat den Film finanziert, er hat das Drehbuch geschrieben und hat wirklich, er kann nichts von all dem. Aber eben, Stutz hat er gemacht, eine unsägliche schlechte One-Man-Show. Aber gerade weil der Film eben so unfassbar schlecht ist, muss man ihn gesehen haben, findet der Ronny Kupferschmidt. So auch der Film «Troll 2» aus dem 1990, wo vegetarische Goblins mit einem Fleisch-Sandwich kämpfen. An Schlechtheit, wie er sagt, fast jetzt überbieten, auch wegen der Besetzung. Bei einem Casting ist ein Zahnarzt, der einfach gerne mal hat geschauspielert, ist dort aufgetaucht und der hat irgendwie anscheinend so eine imposante Postur gehabt, dass sie dann gecastet haben. Das ist auch Regie, hat dort Italiener geführt, wo kein Wort Englisch hätte können. Dementsprechend hast du wirklich Szenen, wo einfach der Schauspieler angesehen ist, dass sie nicht wissen, was sie da eigentlich jetzt sagen. Sogenannte B-Movies, das sind billige Produktionen, die oft einfach so an Erfolg von Hollywood-Blockbuster probieren anzuknüpfen. Und das gelingt eben eigentlich nie. Auch nicht bei Star Crash. Ein B-Movie aus dem 1978 probiert, so mit dem Star Wars-Hype mal ein bisschen mitschwimmen. Statt einem dahergelaufenen Zahnarzt spielt aber immerhin das britische Model und Ex-Bond-Girl Carolyn Munro mit, macht aber laut dem Ronny Kupferschmidt leider das Ganze auch nicht besser. Wir haben probiert, so ein bisschen möglichst enge Outfits reinzuquetschen, um dort so ein bisschen etwas rauszuholen.
aus Showwert und hat öfter David Hasselhoff noch gecastet und ist eigentlich nicht rausgekommen, welches Raumschiff jetzt genau welches verfolgt und wieso wer jetzt auf wen schießt. Und das über 90 Minuten ist ein ziemliches Erlebnis. David Hasselhoff in der Billigvariante von Star Wars. Tönt so schlecht, dass es dann eben schon wieder gut könnte sein. Das findet auch Kult-Movie-Gang. Wegen dem sammeln sie und bewerten sie die besten, schlechtesten Filme auf ihrer Homepage kultmoviegang.ch. Lohnt sich dort mal vorbeizuschauen. Dort kann man sich dann auch die Trailer von diesen herrlich missrotenen Filmen reinziehen. Und ganz anders läuft es natürlich am Zürich Filmfestival ab. Dort zeigt man Filme, wo alles sehr gut aufgegangen ist. Mit dem Budget, mit Talent von Regie und Schauspiel. Heute sind wir wieder live dabei ab der 4. Hauptattraktion. Denn heute ist der Ewan McGregor, der Schauspieler, der sich dann hoffentlich genug Zeit nimmt auf dem grünen Teppich. Das ist Radio SRF.